Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Der Händler ist heute da, bringt uns unser Gold, was uns so fehlt. Wir haben momentan 11 Gold 54, das heißt, wir können endlich in der Story nämlich vorwärts kommen. Zusätzlich würde ich gerne meinen Friedhof ein bisschen besser ausstatten. Das heißt, ich bin hier bereits am Steine herstellen, am Steine kloppen und damit ein Stück Marmor. Und damit können wir unseren Friedhof noch ein kleines bisschen aufwerten, damit wir auch da noch ein bisschen mehr Gold rauskriegen. Leichen haben wir momentan. Von dem her alles gut, glaube ich. So, was wir jetzt dann bräuchten, wären neue Grabsteine. Hier könnten wir eigentlich auch mal ein bisschen was Neues wieder lernen. Momentan 255 blaue Punkte, da wir schon sehr viele Zyklen mittlerweile wieder durch haben. Guck mal, hier beispielsweise eine Marmor-Grabumrandung wäre möglich. Oder Marmor-Urnenhalle oder sonst irgendwas anderes. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen was reinsetzen. Oder brauchen wir erst irgendwas anderes, was wichtiger wäre? Ich glaube allerdings nicht. Papierpresse erstmal nicht. Wir haben unser goldenes Gebet, von dem her ist alles schick. Zombie-Weinberg, okay. Perk-Imker. Zombie-Winzerei für Wein, Zombie-Brauerei für Bier. Ja, bräuchten wir letztendlich auch noch alles, aber im Moment ist es tatsächlich nicht so wichtig für mich. Großer Typ. Stärke erhöht. Und Schwertmeister. Du weißt, wer klingt, du verursachst zusätzlich Schaden und es siehst vermutlich ziemlich cool dabei aus. Oh, Schwertmeister schalten wir uns mal frei für Stunchen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir können gerade tatsächlich die Punkte einfach so rausschmeißen. Geschnitztes Holz. Werden wir auch brauchen, ja. Aber im Moment eigentlich nicht ganz so wichtig. Was haben wir hier? Einbalsamierungstisch. Leichenhallenregal. Oh, Leichenhallenregal. Oh ja, das schalten wir uns mal frei auf jeden Fall. Einbalsamierungstisch 9, den wir kriegen können. Die Flüssigkeiten für bessere Leichen und so weiter. Mit dem Thema Leichen muss ich mich tatsächlich selbst auch nochmal komplett auseinandersetzen. Da bin ich... Ich habe zwar schon mal eine Folge gemacht, wie genau das funktioniert mit den Gedärmen raus und so weiter und so fort. Allerdings, ich bin da trotzdem noch ein bisschen hinterher. Ich hätte gerne ein klein bisschen mehr rein, tatsächlich. So, hier gucken wir noch 6 Eisen, die wir herstellen können. Hier haben wir noch 3000 drin. Silber, Gold leider sieht es momentan schlecht aus. Silber sieht es ganz gut aus. Stahl brauchen wir im Moment eigentlich auch nicht. Nö, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, auf zum Händler, beziehungsweise... 7-mal Zwiebelsamen in Gold, Ernteabfälle und Zwiebeln haben wir rausbekommen. Wir brauchen, wenn wir goldenen Dünger drin haben, brauchen wir nur 4-mal Zwiebelsamen. Brauchen wir 4 Zwiebelsamen. Wir haben jetzt 7 rausgekriegt, das heißt, wir kriegen jetzt dadurch mehr goldenen Zwiebelsamen und können unendlich viele goldene Zwiebeln irgendwann anbauen. Durch den goldenen Dünger, den wir besitzen. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich hier nochmal zu sagen, okay, wir düngen hier die Felder und setzen hier dementsprechend goldenen Zwiebelsamen rein. Hier und hier. Und vermehren so unseren goldenen Zwiebelsamen, den wir haben. Und können den dann, den goldenen Samen können wir dann hier abgeben. Was ist das denn? Ah, guck mal hier, Arbeitseffizienz 15%. Und können hier dann unsere goldenen Zwiebeln setzen lassen, die wir dann dem Händler wiederum verkaufen können. Also sehr, sehr gut. Guck mal. Ach! Oh, richtig! Den haben wir ja auch noch. Wir haben noch unseren Schlange dastehen. Können wir eigentlich gleich mal machen. Wobei, der will garantiert irgendwas von uns. Kurzer Rückblick. Das habe ich leider komplett vergessen mittlerweile. Und zwar, helft Schlange bei seinem Ritual. Helft Schlange mit der Falle beim Hexenhügel. Und zwar, ein Hexenjäger ist auf dem Weg zu uns, der uns umbringen möchte. Und... Nein, hast du nicht. Hast du mir einen Holzbrenner mitgebracht? Nein, hast du nicht. Okay, auch egal. Hoffe 1. Sag das nochmal. Ah, wir brauchen Holzbrett. Und zwar, wir sollen hier, das ist eine Falle, wir sollen den Stein auf den Hexen, auf den Hexenjäger schmeißen, wenn der hier vorbeirennt. Das heißt, wir brauchen ein Holzbrett für den Stein. Mist, ich habe gerade verpeilt, das vorzulesen, tatsächlich. Aber ihr könnt ja auch selbst lesen, so ist es nicht. Okay, wir brauchen ein Holzbrett. Dann können wir das hier auch noch machen für Schlange und den Hexen-Heidi. Dass wir da weiterkommen und die 12 Gold in der Story, wo wir weiterkommen. Also, es läuft. In der Folge werden wir sehr viel in der Story wieder arbeiten, auf jeden Fall. Hallo, mein Freund. Hast du eigentlich irgendwas Sinnvolles noch? Traubenkerne in goldener Qualität. Nö, das war's eigentlich. Die Diamanten, ja, aber die werde ich mir irgendwie selber zusammenbiegen können. Okay, er muss weg sein, dafür, dass das funktioniert. Das heißt, wir haben einen kurzen Moment Zeit eigentlich. Bis er geht. Cool. Ich bin mal zu früh irgendwo. Das ist verdammt selten. Ah, ne. Mit der kann ich nicht reden. Die ist taubstumm.
Gib mir ein Bier. Gib ihm ein Bier von höchster Qualität zum Kosten. Oh, okay, das müssen wir auch machen. Das können wir auch machen. Das ist nicht das große Problem. Wir können goldenes Bier nämlich herstellen. Oh Gott, okay, dann müssen... Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was wir in den nächsten Folgen zu tun haben werden. Also goldenes Bier. Zusätzlich... Ah, er geht, sehr schön. Das heißt, das sollte... Jo, hier ist mein Gold drin. Ein Gold 20, sehr schön. Wir können uns jetzt die Lizenz erstmal kaufen. Dann brauchen wir Frau Anmut und ein Bier in goldener Qualität will er haben. Gut, das kriegen wir doch alles gebacken. So, Bier in goldener Qualität, hier nicht. Das ist das Weinfass, das ist die Rangpresse. Hier kriegen wir... Hier in goldener Qualität brauchen wir Hopfen in goldener Qualität. Und Weizen. Hopfen in goldener Qualität und Weizen. Was haben wir denn hier überhaupt noch drin? Weizen haben wir mehr als genug. Hopfen in goldener Qualität. Kann ich mir, glaube ich, kaufen komplett. Haben wir ja zufälligerweise Hopfen in goldener Qualität. Hanf. Ah, guck mal, Zwiebelsamen haben wir sogar noch welche. Und hier haben wir so Zwiebeln rumliegen. Und genau, Ernteabfälle für weiteren Torf. Bingo Bongo. Goldener Kürbis. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte, genau, ich wollte an die hier. So, 28 goldene Zwiebeln, sehr schön. Die goldenen Zwiebeln können wir, glaube ich, dann beim Händler versetzen, oder? Ja, 44 goldene Zwiebeln für eine goldene Kiste. Es lohnt sich tatsächlich ja nur die goldenen Kisten. Und Kürbis in goldener Qualität soll ich versuchen herzustellen. Guck mal, hier liegen nur Äpfel. Okay. Das heißt, wir kaufen uns ja erstmal die Lizenz, damit wir in der Folge auf jeden Fall die Story weitermachen können. Aristokratenlizenz war das, glaube ich. Aristokrat. Aristokrat. Kaufen. Plus 35. Oh, das sind wir bei 100. Aristokratenpapier. Sehr schön. Hier können wir nichts mehr machen. Rechtsmäßige Bürger haben wir auch. Und Bürger haben wir auch. Und die Exhumierungserlaubnis können wir hier noch kaufen. Cool. Dann sind wir hier eigentlich soweit durch. Und hier haben wir die Aristokratenlizenz für Frau Anmut, die wir brauchen. Dann brauche ich Hopfen in goldener Qualität. Frage meinerseits, wo kriege ich den her? Bei der Mühle? Kann das sein? Ich glaube, bei der Mühle können wir den kaufen. Allerdings nicht nachts, logischerweise. Das heißt, wir werden erstmal dem Händler wieder ein bisschen was herstellen. Und dann schlafen und dann zur Mühle gehen. So, 14 Stück. Ja, gerade mitten in der Nacht. Okay, das heißt, Bier. Aristokratenlizenz für Frau Anmut. Die müsste, glaube ich... Die kommt hier. Ah, das dauert leider noch. Schade. Aber wir haben die Aristokratenlizenz und ich bin 12 Gold ärmer. Ey, wie lange ich für diese 12 Gold auch arbeiten musste. Ich glaube allerdings, die kann man... Also, die Aristokratenlizenz bekommt man auf keinem anderen Wege. Normalerweise gibt es ja tatsächlich immer zwei Wege. Man kann sich das Zeug kaufen oder man kann es selbst herstellen. Aber ich glaube, hier musste man die 12 Gold tatsächlich ausgeben. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie anders dran gekommen wäre. An diese Lizenz. Ich wüsste zumindest nicht, wie. So, ich fühle mich so erfrischt. So, da können wir hier noch ein bisschen was durchhacken. Goldene Dünger müssen wir auch wieder herstellen. Aber wir wissen ja jetzt mittlerweile, wie es funktioniert. Von dem her ist es ganz einfach eigentlich. So, zweimal noch. Die kriege ich noch hin. Vor allem, wir haben noch 30 Äpfel. Können uns eigentlich komplett wieder voll machen im Moment. So, wie sieht es hier aus? Einer ist da, okay. So, das hier rein. Stein. Nee, Stein hat hier eigentlich... Ja, komm, wir packen Stein hier noch mit rein, weil eh schon polierter Stein drin liegt. Okay, goldener Hopfen. Das ist das nächste Ziel. Das ist mein nächstes Ziel. Ach, und das Holzbrett. Das machen wir jetzt noch. Das Holzbrett brauche ich noch. Holzbrett, Holzbrett, Holzbrett. Sollte nicht das große Problem sein. Dann können wir den Stein auf den Hexer schmeißen. Holzplanke. Brauche ich eine Holzplanke oder brauche ich eine Holzplanke? War es doch, glaube ich, oder?
Oh, ein Holzbrett. Balkenholz, Blanke, Holz, es gibt nur Holzblanken. Es müsste eine Holzblanke gewesen sein. Schauen wir mal. Wenn es falsch ist, dann ist es egal. Dann kommen wir uns zumindest jetzt den goldenen Hopfen. Lauf! Schlange, die alte Sau. Bin mal gespannt. Hier ist dein Holzbrett. Oh, plus 10 kriegen wir bei ihm. Oh, mit Zwischensequenz. Gut, alles ist bereit. Du hast das Glück, dass er noch nicht hier ist. Warten wir einfach. Ah, okay, nachts kommt er. Oh, okay. Wie lange müssen wir noch warten? Nur noch ein bisschen. Na toll. Bist du sicher, dass er noch kommt? Ja, wir müssen nur geduldig sein. Kein Mensch verbringt so viel Zeit in einem Bordell. Na, dann ist er da vielleicht gar nicht. Was zur Hölle? Hallo? Ich bin echt müde und ich habe Hunger. Alles steht auf dem Spiel. Bleib einfach ruhig. Er kommt. Mach dich bereit. Wurde auch Zeit. Wir haben nur eine Chance. Oh, ich liebe Nebenaufgaben. Einfach schnell rein und raus. Schieb! Alter. Ah, das war ja Baby einfach. Berühmte Jäger. Ha, unbesiegbare Krieger. Ha. Wie nett von ihm, dass er sein Medaillon mitgebracht hat. Jetzt können wir auch den tiefsten Teil des Kerkers erforschen. Und was jetzt? Beseitige mir die Leiche und räume mir den Weg frei. Triff mich am Kerkereingang. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Wir sind ein super Team. Alter. Ah. Was passiert, wenn ich den Stein jetzt wegräume? Ah, Jägermedaillon und eine 100% Leiche. Oh. Moment. Die Leiche schauen wir uns logischerweise an. Die will ich auf meinem Tisch haben. Bevor die zerfällt. Die Leiche eines Jägers. Und das Medaillon. Mit dem Medaillon verhält es sich so, dass... Oh, gratuliere. Jorik hat mir erzählt, dass du jetzt adelig bist. Ja, aber woher wusste er das? Naja, er folgt dir halt gerne. Auch wenn du ihn nicht siehst, heißt das nicht, dass er nicht direkt hinter dir ist. Ist er hier? Na bestimmt. Haha. Haha. Ah, okay. Wow. What the? Okay, wir müssen das Blut rausnehmen. Boah, den behalten wir. Boah, was ist das für eine Leiche? So, Blut raus. Der hat kein Fett. Der hat kein Fett, der Typ. Knochen. Herz. Hirn. Wir nehmen mal die Innereien raus. Wir haben jetzt gerade 4 weiße Schädel. Immer noch 4 weiße Schädel. Das heißt, wir stopfen die Innereien wieder rein. Und nehmen das Hirn raus. 4 weiße Schädel. Oh, das Hirn müssen wir wieder reinhauen. Dann das Herz raus. Auch schlecht. Hä? Den Schädel dürfen wir nicht rausnehmen. Was ist das für eine Leiche? Das Fleisch, wenn ich rausschneide, kriege ich noch mehr rote Schädel. Das hat der. Die Leiche ist scheiße. Vor allem, wieso hat der kein Fett, der Typ? Wenn ich die Knochen rausnehme, bringt mir das aber auch nichts. Ah! Ernsthaft? Das hat gar nichts geändert. Was passiert, wenn ich den im Schädel rausnehme? Normalerweise gibt das rote Schädel nämlich. Nichts. Strange. Ihn behalten wir mal. Es lohnt sich, er hat viel zu viele rote Schädel, dass sich das lohnen würde. Okay, wir sind adelig. Wir brauchen das Bier. Wir brauchen den Hopfen. Es ist schon wieder Nacht.
Wir haben Schlange glücklich gemacht. Boah, die Folge ist mal produktiv auf jeden Fall. Die Karotten müssten eigentlich fertig sein. Wir bauen für den Händler. Wir brauchen Nägel. Mal wieder. Oh, guck mal, hier ist auch wieder zweimal Eisenerz, was wir schmelzen können. Okay, wir schmelzen jetzt noch Eisen, liegen und schlafen. Schlange wäre ja auch schon wieder da. Schlange hat noch eine letzte Aufgabe für uns. Heute ist Tag von Schlange. Der ist leider rum. So, Frau Anmut dauert leider noch. Das hier müsste Frau Anmut sein. Ich muss jetzt aber nochmal nachgucken. Ich bin mir immer unsicher, was Frau Anmut ist und was der andere ist. Aber das hier ist eigentlich das Zeichen für weiblich. Das heißt, Frau Anmut müsste dann da sein. Ist das so? Ja, unser Inquisitor ist da. Du willst ihn nicht als Feind haben. Okay. Neun Stück. Nägel, 36 Stück. Sehr schön. Boah, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg. Den Rest behalten wir erstmal. Das Medaillon müssen wir zur Schlange bringen, aber das hilft uns im Moment zumindest nicht wirklich weiter. Drei Kisten, sehr schön. Die nehmen wir auf jeden Fall auch. Da wir jetzt gerade pleite sind im Moment. Die Zwiebeln brauchen noch einen Moment. Ach, guck mal, Torf ist fertig. Wie sieht es mit den Kürbissen aus? Ah, die Kürbisse sind auch fertig. Sehr schön. Zweimal goldene Qualität Samen. Leider nur. Nochmal zweimal goldene Qualität. Okay, wir brauchen wieder goldenen Dünger. Und die Karotten sind auch fertig. Karotten gibt es keine, keine Qualitätsunterschiede. Die Karotten hier rein. Silberne Kürbis hier rein. Goldene Kürbis hatten wir hier. Genauso wie Torf. Und hier hatten wir die Abfälle und die Samen. Okay. Jetzt gehen wir einmal kurz zum Heini aufs Feld. Gucken wir, ob wir da goldenen Hopfen kriegen. Also bei der Mühle. Ich glaube, ja. Wie habe ich den goldenes Bier gestellt sonst? Ich glaube, bei ihm habe ich den goldenen Hopfen gekauft. Oder war es bei Clodo, der Hexe? Nee, ich glaube, hier oben. Guck mal. Mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Ah, Hopfen, goldene Qualität. Danke. Hopfensamen in goldener Qualität. Danke. Ah, guck. Ah, okay. Kann das sein, dass ich den Maulwurf für irgendwas bräuchte? Weil ich kann da den Maulwurf zu Loch bleibe ich tatsächlich hängen. Okay, jetzt stellen wir aber schnell mal Bier her. Das geben wir dem Gastwirt noch. Vielleicht kriegen wir das in der Folge noch hin. Wäre cool. Wir haben in der Folge war mal sehr, sehr produktiv, muss ich sagen. Aber richtig produktiv sogar. So, dann ist Astrologe, dann ist in 3 Tagen ist Frau Anmut dann auch endlich da. Okay. Wir kommen gut vorwärts. Und wir sind jetzt Aristokrat. Also ein ehrenwürdiger Bürger. Einmal in Preller. 5 Hopfen reichen hoffentlich für ein Bier. Ich brauche nur 1. Reicht. Wir brauchen allerdings Wasser. 50 Wasser. Und Weizen. Okay. 50 mal Wasser und Weizen. Haben wir Wasser zufälligerweise noch da irgendwo rumfahren? Nee. Einmal benutzen 40, einmal noch benutzen. Na, danke. So, und Hopfen, Weizen. Komm, scheiß drauf, wir nehmen alles mit. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Stellen das Bier her. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Und dann können wir uns schnell noch nämlich zum Wirt teleportieren. Ins Gasthaus. Rap. Yo, 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 yo. Fertigen. Ach, das hat. Na, okay, das hat auch Ablenkzeit. Wir machen die Folge ein bisschen länger. Ganz ehrlich, scheiß drauf. So. Oh, und wir haben keine Barren mehr im Moment. Wir brauchen dringend neue Eisenbahnen. Zwar relativ viele. So, einmal schlafen legen.
Beim Astrologen werden wir auch wieder blaue Punkte kaufen und grüne Punkte kaufen, wenn wir momentan noch viele haben, aber wir werden definitiv noch welche brauchen. Von dem her ist es nicht zu schade, dass die 20 Silber, die ich da raushaue, sind es mir durchaus wert. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß gerade nicht, ob ich nachts nämlich in die Taverne rein kann überhaupt. Kann sein, kann auch nicht sein. So. Hier liegt schon wieder einer. Ja, sehr schön. Dann da noch fertigen. Wir brauchen Metall. Wir brauchen dringend Metall. Ein Baren leider nur. Ah, guck mal, hier sind drei weitere, aber fertig. Und wir brauchen komplexe Eisstücke. Die kann man immer gebrauchen. Ja, die Folge hier tatsächlich ein bisschen länger. Wir machen das mit dem Bier, machen wir noch. So. Okay. Gut, das reicht. Okay, und das, die Zwiebeln sind auch bald fertig. Goldenen Dünger brauchen wir noch, dazu müssen wir nach unten. Das machen wir erst in der definitiv in der nächsten Folge. Wie sieht's aus? Ist mein Bierchen fertig? Ja, 10-mal goldenes Bier sogar, was wir jetzt haben. Wir legen uns jetzt noch schlafen, teleportieren uns zum Leuchtturm und auf dem Rückweg gehen wir bei unserem Gastwirtchen noch vorbei und geben das goldene Bier ab. Dann haben wir das auch noch gemacht. Dann waren wir in der Folge sehr, sehr produktiv auf jeden Fall. So muss eine Folge laufen. So, der sollte schon da sein. Teleport benutzen zum Leuchtturm. Herzlichen Dank. Hallo. Man reiche mir einmal das, das und das und... Oh, ich habe keinen Platz. Ah komm, wir lassen das mit den grünen Punkten. Da haben wir momentan genug. Benutzen. Benutzen. Ich könnte zwar jetzt nochmal welche kaufen, aber es ist egal. So, weiter geht's. Jetzt noch zum Gast, wird das Bier abgeben. Bin mal gespannt, was der sagt zu unserem goldenen Bier. Wo wir den Hopfen nicht selbst angebaut haben. Ich glaube, auch den Hopfen werde ich im Weinberg anbauen müssen. Da bräuchte ich dann auch einen Zombie-Weinberg am besten für Hopfen. Wenn wir dauerhaft Bier herstellen sollten. Im Moment habe ich es nicht unbedingt gebraucht. Aus der Bahn, hier komme ich. Das tote Pferd. Hi. Gib ihm ein Bier. Aufgabe beendet. Au, Mann, das ist wirklich gut. Du bist ein guter Braumeister, weißt du? Geh mal nach oben und hol dir die Schriftrolle von meinem Tisch. Das ist mein Geheimprojekt. Ein Honigbier. Ich glaube, dass du das hinbekommst. Wäh! Ich will nicht. Honigbier, Met, wäh! Aber wir kommen jetzt da oben. Sehr cool. Können wir ihn beklauen? Ah, öffnen. Oh, hier liegt voll das geile Zeug rum. Okay, wir können hier leider nichts sonst klauen. Schade. Spezialbier. Ah, muss ich das lernen? Kann das sein? Benutzen. Herstellung. Ein Humpen-Met. Du hast eine neue Technologie freigespielt. Met. Ich bin echt kein Fan davon. Okay. Dann würde ich sagen, für die Folge war es das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sehr, sehr produktive Folge. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge anstellen. Wir müssen jetzt erstmal bis Frau Anmut warten. Das heißt, ja, das nächste wird eigentlich sein, in der nächsten Folge Frau Anmut anklabern, wo wir die Lizenz brauchen. Ich kann es mal ganz kurz zeigen auch. NPCs. Da, wo ist sie denn? Hier. Hol dir eine Aristokratenlizenz aus dem Briefkasten für königliche Dienste. Und hier auch bei unserem Episkop. Oh, Episkop wird der nächste sein, wo wir die Aristokratenlizenz brauchen. Das war's auf jeden Fall mit Graveyard Keeper für die Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dementsprechend wieder. Macht's gut.